Moin zusammen, wir haben mal wieder einen total verrückten Schwierigkeitsgrad. Es ist der 10,15 mit 0 Sekunden Grace Period. Und ich rate euch jetzt schon mal direkt, passt nicht die Grace Period an. Stellt die nicht auf 0, das ist mega gefährlich. Aber vielleicht sehen wir ja nachher, was passieren kann. Wir bereiten kurz vor und dann geht es rein da und hoffentlich sterben wir nicht sofort. Guck mal hier. Noch hier in La Cuisine. Perfekt. Okay, dann 3, 2, 1. Ich pack die hier hin. Komm her, EMF. Oh oh. Oh oh. Der ist sehr nah. Der ist sehr nah. Moment. Was war das? Ein Lichtschalter? Nee, doch nicht. Klang nur so. Ist, glaube ich, im Wohnzimmer oder im Utility Room. Wo ist das Salz? Wo ist das Salz? Okay, komm her, du Krabbler. Dein Phantom, Line of Sight Speed. 58 gesmatcht. Die ist schneller als normal. Okay, 0,58. Ich runde mal auf 1. Das heißt, wir haben 2,30. Oh, sie ist im Keller. Und 3,58. Okay. 3,58 wäre der Spirit. Okay. Hast du den Knochi schon versorgt? Ja, alles schon. So, jetzt können wir das mal dahin. Lichter an, Lichter an. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob es ein Gin ist. Hopp. Salz, komm her. Salz. Ich hatte in der Küche Wasser angemacht. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich höre Wasser. Was macht die in der Küche jetzt? Sehr merkwürdig. Okay, sie läuft dahin. Ja, sie ist zurückgedrängt worden. So, du kommst nicht mehr hier rein. Raus mit dir. Oh, kannst dein Foto machen? Sie steht da. Da, da, da. Vorm Waschbecken. Da, guck mal, da steht sie. Oh, hat das geklappt? Ja, es hat geklappt. Siehst du sie in deinem Foto? Ja. Oh, hier die Laterne. Warte, ich stelle die nochmal neu ab. Lass mich sie lieber machen, wegen dem Sync-Fehler. Sonst zählt sie nachher nicht. Okay, nachher, später können wir hier auch noch Salz fotografieren, auf jeden Fall. Ich traue mich gerade, nicht Sensoren zu platzieren. Oh, Putzi! Ich mach schon. 1, 2, Laterne war an, die Laterne war an. Ich denk mal kein Onryo. Ich glaube, das war irgendwas Schnelles. Ein Tuch vielleicht? Ja, das kann sein. Obwohl, der Breaker ist bei Default an. Das heißt, es ist am Anfang ziemlich warm. Das hier. Oh, da hat sie Kerzen ausgemacht. Machen wir mal hier noch eine hin. Okay, wir können später, glaube ich, noch Salz fotografieren. Wavy würde ich raustun. Cool, die Aufgaben sind schon erledigt. So, hier noch ein Salz hin. Brauchen wir noch 4 Fotos. Ja, theoretisch könnten wir jetzt nachher hier diese Salzfotos einfach machen. Später dann. Ja, klingt gut. Sie ist jetzt aber sehr ruhig. Sie hat da hinten nur das kurz hier einmal angeknabbert. Aber der Spirit ist raus, oder? Scheiße, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt. Ich glaube aber schon, ne? Ich kann nachher aber nochmal einen Timer machen. Warum ist die jetzt so ruhig? Sehr komisch. Hallo Geist, bist du noch da? So, smatschen noch darüber. Dann noch darüber und dann noch ein Ersatzsalz. Wenn der Geist jetzt eh gerade nichts macht, kann ich auch hier ein bisschen sortieren. So, zack. Das war ein Ambient-Sound, ich wollte gerade sagen.
Hä? Wo hat die denn jetzt hingeklopft? Klang wie oben. Oh, sie huntet, sie huntet. Klingt normal. Oh oh, komm nicht hierher, Madame. Okay, sie geht die Treppe hoch. Gut. Klingt definitiv normal. Also war es vorhin Line of Sight. Okay, Reitschuss raus, Moroi raus, Deochen raus. Thay und Hunter würde ich glaube ich auch raus tun. Dann war das vorhin Line of Sight Beschleunigung. Ja, da ist noch eins. Da hinten liegt auch ein Kruzi. Also der Geist war auf deinem Foto vorhin sichtbar, ne? Ja, war sichtbar. Okay, also Phantom ja definitiv dann auch weg. Ich muss mal gleich auf Jin testen und Myling. Ich würde Onryo auch schon mal raustun und Twins auch. Von der Geschwindigkeit her. Ah, Obake wird tricky. Mal einsatzieren, dass wir sie noch was länger angucken können. Zumindest hier vor mich. Was machst du jetzt hier, Madame? Ja, komm, Madame, sag mal was. Whisper, okay. Lass meinen Ghost Highway in Ordnung. Raus hier! Ghosty Pants, raus hier! Go! Leave! Danke. Okay. Ich muss mal gucken, wo sie genau anfängt zu handeln. Ich glaube, sie ist dem Kruzi da vorhin ausgewichen. Ach, aus dem Wohnzimmer kommst du! Oh, du bist kein Demon. Oh, Backe! Ich hab mich eben schon. Ich war gerade Kabel-Lisa. Okay, wir haben Obacke. Oder Mimik? Ich stelle gleich eine Kamera hin. Cool. Konnte man richtig schön sehen jetzt. Okay, Obacke. Genau, geh du in den Truck. Ich stelle hier noch eine Kamera auf an der Wohnzimmerseite, weil da kam sie gerade her, falls es ein Mimik ist. Okay. Da hinten ist noch eine Kamera. Wenn du willst, kann ich auch eine Hand nochmal so durchlaufen lassen und du guckst einfach auf den Kameras, ob du einen Shapeshift siehst. Ich habe die jetzt hier so mal in alle Ecken verteilt. Also bisher sehe ich keinen auf. Wie viele Kameras haben wir jetzt hier? Da steht eine. Ja, okay, dann ist jetzt mir hier eine hingestellt. Nee. Okay, up, dann bleibe ich kurz drin. Okay, Kruzi, komm her. Komm her, Kruzi. Du passt auf mich auf, ne? Okay. Okay, ich bin auf Position. Du kannst dann gleich beobachten. Ja, aber jetzt hat sie Licht angemacht. Ja, wegen Shapeshift kannst du ja gucken. Den Fernseher hast du angemacht. So. Ja, Optik, aber wie gesagt, nicht. Okay, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Obacke. Cool, müsste sogar dann auch ein Perfect Game werden. Haben wir noch einen Salz? Yep. 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 Dann können sie noch ein bisschen ziehen. Und dann hast du gerade was hier vor, falls du wieder kommst. Und schon wieder was hier vor. Vom Kamin weggeworfen. Kruzi, komm her. So, sichern wir mal unser Brötchen hier ab, damit die nicht auf uns spawnt. Wenn ihr mit 0 Sekunden Grace Period spielt, habt immer ein Kruzi unter eurem Hintern. Wenn ihr keine Kruzis mehr habt, dann rechnet damit, dass ihr jede Sekunde drauf gehen könnt. Weil das, wie gesagt, ich empfehle, diese Einstellungen gar nicht anzufassen. Und sogar eine Sekunde ist schon sehr fatal. Der wirft
fleißig vom Kamin die Gegenstände runter. Ja, echt? Ja, ich höre das hier gerade. Drei Sachen hat er da jetzt schon unter auf dem Erzhütter Fernsehen angemacht, dann eine Tasse, dann irgendwas anderes, was sie hatte. Krabbelt. Habt ihr es gesehen? Sie hat gekrabbelt schon, bevor die Tür überhaupt zuging. Oh, sie war Omi! Nein, geh weg! Geh weg! Es ist nichts im Kühlschrank, der Kühlschrank ist leer. Ich habe alles leer gegessen. Geh weg. Mein Kühlschrank. Tu ich nachher ein Schloss dran. Kriegst nix. Kauf dir selber was, geh weg! Genau, hab was Salz. Ich konnte leider keinen Shapeshift sehen. Die ist nur gekrabbelt worden, leider. Vielleicht hat sie den Shapeshift. Okay, ja, die Kamera war direkt hinter mir. Den hättest du eigentlich sehen müssen, weil die war genau in meinem Gesicht zur Omi geworden. Aber wirklich genau, der halbe Bildschirm war auf einmal so ein Omi-Kleid bei mir gewesen. Ja, da hatte ich wahrscheinlich in dem Moment, wo du meintest, nicht zum Kühlschrank, genau in dem Moment habe ich erst zur Küche hingeschalten. Ach so, okay, ja, weil das war nämlich die Kamera in der Küche, wo man das hätte sehen können. Ja, genau, diese Kamera hier, die jetzt gerade aktiv ist. Ja, dann habe ich wohl zu spät, aber... Ah, okay, du warst auf der anderen. Ja, okay, weil mit der hättest du es wahrscheinlich direkt gesehen. Aber sie hat es ja wieder gemacht. Du sagst, da ist kein Orb, also kann es nur ein Obacke sein. Das heißt, nicest perfect game. Und du hast sogar ein Geisterfoto abgestaubt. Cool. Ja, richtig. Nice. Geil. Danach war. Irgendwie sind wir unter diesem Druck von den schweren Schwierigkeitsgraden besser. Ich wollte gerade sagen, bisher hat es immer gut geklappt, ne? Ja, ich glaube, wir brauchen diesen Druck, damit das läuft, ne? Okay, ja, perfekt Game auf 10,15. Ich meine, was willst du mehr? Wie gesagt, sehr gefährlicher Schwierigkeitsgrad wegen der Grace Period. Sehr gefährlich. Ich weiß, ich wiederhole mich. Seid vorsichtig, ihr könnt instant sterben bei dieser Einstellung. Oh, T3 Sanity Medication. Nice. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.